ಸ್ವಭಾವ ಚಿನ್ಮಯಾನಂದಂ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣಂ ಜಗತ್ಪತಿಂ ಹರಿಷಡ್ವರ್ಗಜೇತಾರಂ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗುರುಂ ಭಜೆ. This guy's got the chalo hold appa indana vandru pa front la vandru thuki pochu konja pinadi po konja pinadi poda priya poda chorathila raacha all of you are able to see now understand. Grundsätzlich hast du drei Schichten von Karma: Akamya, Prarabdha und Sanchitta. Sanchitta ist das Karma, ähnlich einer Reservebank. Was immer du im Leben gemacht hast, nicht nur in diesem Körper, du hattest Millionen von Körpern. In diesen Millionen von Körpern, was immer du gelernt hast, gemacht hast, all diese gespeicherten Erfahrungen zusammen nennt man Sanchitta. All of you are able to see? A little bigger I should write. Okay? Then, als nächstes, next, Prarabdha. Prarabdha bedeutet, dass du von dieser Bank ein wenig zusammengestellt hast, um deinen Körper zu bilden und dich dazu entschlossen hast, diese Karmas im jetzigen Körper zu leben. This is Prarabdha. Das ist Prarabdha. Understand? This is das ist die Bank. All deine vergangenen Anhäufungen, ein Riesenkonto. Du weißt nicht, wann dies verschwinden wird oder was. Und Bank heißt, denke nicht an etwas Erspartes. Es ist eigentlich nur ein Kredit, den du ausgleichen musst. Das ist Prarabdha. Prarabdha ist das Wenige, das du mitgebracht hast, um es in diesem Körper zu genießen oder auszuleben. Und das dritte Karma, das ist das Schlimmste, Akamya. Nach der Geburt beginnst du wieder mit Ansammeln. Das ist das Schlimmste. Das ist die Vergangenheit, das ist die Gegenwart, welche du auslebst, das ist deine Ansammlung für die Zukunft und um zu Sanchitta hinzuzufügen. Nun, jeder, der auf die Erde kommt, um Karma abzubauen, zum Beispiel hier hast du 1000 Karmas. Ich gebe nur ein Beispiel. Wenn du deinen Körper annimmst, nimmst du 10 Karmas mit. Lass mich diese 10 beenden. Und nachdem du hier gelandet bist, beginnst du 200 Karmas anzuhäufen. Wenn die Zeit kommt, wo du zurückgehst, den Körper verlässt, was wird geschehen? Dein Bankkonto ist auf 1210 gestiegen. Du hast weder die 10 ausgelöscht,
sondern du hast zudem noch 200 mehr angehäuft. Das nächste Mal, wenn du einen Körper annimmst, 1210. Dann wieder nimmst du 10 mit und kommst herunter und sammelst wieder einige mehr an. Wir nennen das Janana Marana Chakra. Ständig mehr und mehr und mehr Körper annehmen und sterben, Körper annehmen und sterben. Das Rad der Wiedergeburt. Diese Prarabdha, 10 Karmas, die du während deines Lebens auslebst, dir jemand das Wissen bringt, das ist nicht der Körper, du bist nicht der Verstand, werden diese Karmas, die dich beeinflussen, reduziert. Sie werden weniger. Verstehst du? Zum Beispiel, in diesen 10 Karmas, die du mitgebracht hast, als du den Körper annimmst. Hey, schlaf nicht, ich spreche etwas sehr Wichtiges. Es gibt ein Tamil-Lied. Wenn du in der Schule schläfst, wirst du das Wissen verlieren. Jetzt, wenn du hier schläfst, wirst du die ganze Sache verlieren. Ich gebe dir jetzt die ganzen Geschäftsgeheimnisse oder wie die Welt funktioniert, wie der Kosmos funktioniert. Das sind alles Geheimnisse. Also höre richtig zu und sie werden dein Leben bereichern. Verpasse es nicht. Und sehr selten triffst du jemanden, der so logisch erklärt, wo du etwas mit dem Ganzen anfangen kannst. Verpasse es nicht. Schau, diese 10 Prarabdhas zum Beispiel, wenn du in diesen 10 Prarabdhas 3 Karmas hast, welche dich in die Depression bringen, gemeint sind 3 Samskaras, 3 Erinnerungen, welche dich in Depression bringen, 3 Depressionserinnerungen. Wenn du einmal gelernt hast, wie aus diesen 3 gespeicherten Depressionserinnerungen herauszukommen, dann werden sie die Macht über dich verlieren. Was heißt das? Von diesen 10 werden es 3 weniger sein. 3 wurden weniger. Whenever you reduce the influence of Prarabdha on you, wird die Anhäufung von neuen Karmas, Akamya, sinken. Diese 3 Erinnerungen haben Macht über dich, dich in Depression zu stürzen. Schau, diese 3 Erinnerungen, wenn die Macht haben, dich in die Depression zu stürzen und du sie weiterhin beachtest und ihnen nachgibst, indem du in die Depression gehst, dann werden diese 3 zu 10. Diese 7 nennt man dann Akamya. Verstehst du? Also wann immer du dich auf die Prarabdhas einlässt, häufst du Akamya an. Wann immer die Prarabdhas ihren Einfluss über dich verlieren, hörst du auf, Akamya anzusammeln. So, wenn dieser Einfluss, diese 10 Erinnerungseinflüsse auf dich aufhören, die Akamya-Ansammlung hört auf. Dich zurückzubesinnen auf die Freude und dein reines Inneres, das wellenlose, ungestörte Innere, reduziert nicht nur den Einfluss der Prarabdhas auf dich, sondern stoppt auch das Anhäufen von Erinnerungen an Akamya. Gibt es Zweifel? Wenn du Zweifel hast, stell sie als Frage. Ich werde antworten. Heute werde ich nur dieses Thema behandeln. Dieses Thema werden wir bearbeiten und in deinen Kopf einprägen. Nur dieses Thema. Einweihung heißt, die Ideen, die Einfälle, das Wissen, welches dich aus den depressiven Gedanken bringt, das Wissen, welches dich aus der Beeinflussung der Prarabdhas führt, welches dich wegführt von dem Einfluss dieser 10 Gedanken.
Prarabdha, das ist Einweihung. Klick. So diese 10 gespeicherten Erinnerungen verlieren ihre Macht über dich. Wenn diese 10 ihre Macht über dich verlieren, die Ansammlung der 200 hört auf, sie stoppt. Wenn die Ansammlung stoppt und die 10 ihre Macht über dich verlieren, natürlicherweise die Person, welche dich immer wieder auf das höhere Bewusstsein erhebt, ist der Meister, der Guru. Er erscheint, wenn du deinen Körper verlässt und verbrennst die Sanchitas, die Karma-Reservebank. Um diese zu verbrennen, die Sanchitas, kannst du alleine nichts machen. Nur durch die Gnade. So zum Beispiel, wenn dein Kind sich Mühe gibt und versucht, ein kleines Haus zu bauen, was machst du? Du sagst, okay, ich werde dir eins bauen. Wenn ein Schüler ernsthaft daran arbeitet, seine Prarabdhas und Akamyas zu reduzieren, dann geschieht die Gnade des Gurus. Die Gnade hängt nicht nur von mir ab. Wenn du ernsthaft Sadhana, spirituelle Praxis ausübst und meditierst, auch trotz mir wird die Gnade dich beschenken. Es hängt nicht von mir ab, die Gnade hängt von deiner Empfänglichkeit ab. Ich bin wie ein Ozean, immer verfügbar. Wer immer kommt, wird beschenkt. Wenn du mit deinem kleinen Kokosnussbehälter kommst, wirst du so viel von mir davontragen. Wenn du mit einem großen Behälter kommst, wirst du mehr davontragen. Wenn du klug bist, dann machst du einen Kanal, eine konstante Verbindung. Okay.